Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, wieder einmal stehen die Altparteien vor einem Scherbenhaufen, den ihre Energiepolitik von uns vorausgesagt angerichtet hat. Wieder einmal kann die AfD nur den Finger in die Wunde legen, denn wieder einmal wird der mit Volldampf befahrene Weg ins Verderben fortgesetzt werden. Zu den selbstgemachten Problemen der bisher schon immensen, aber gewollten Energieverteuerung kommt jetzt als Brandbeschleuniger der Ukraine-Krieg hinzu, der wiederum ein unsägliches Possenspiel von Sanktionen gegen unseren wichtigsten Energielieferanten mit katastrophalen Schäden für Deutschland ausgelöst hat. Putin dreht uns nun unbeeindruckt von sämtlichen Sanktionsgefaseln Stück für Stück den Gashahn zu. Klardenkende Menschen, die darauf hinweisen, dass Deutschland mit seinen Sanktionen, die uns selbst am meisten schaden, die Drosselung förmlich herausgefordert hat, haben laut Minister Habeck eine präfaschistische Position. Aber um zu glauben, dass, wenn man Putin ständig mit dem Stopp des Bezugs von Erdgas und Öl droht, dieser nicht von selbst auf die Idee kommt, an der Lieferschraube zu drehen, muss man schon sehr dumm oder sehr ideologisch sein, was aber natürlich auf dasselbe rauskommt. Und nun bricht hierzulande Panik aus, und völlig zu Recht, denn Deutschland wird schon den kommenden Winter, wenn nicht mehrere Wunder geschehen, kaum überstehen. Zu viele nur dem Klimawahn geschuldete Stilllegungen von völlig intakten und sicheren Kraftwerken sind schon erfolgt. Braunkohletagebau geschlossen, die Produktion von einheimischem Schiefergas verunmöglicht. Und jetzt gaukeln Sie dem Volk vor, dass Sie irgendwas aktiv an der Vermeidung der selbst erzeugten Mangels ändern wollten. Das könnten Sie mit einer 180-Grad-Wende Ihrer gesamten Energiepolitik. Allerdings hängen Sie wie Marionetten an den Strippen der Windkraftlobby und den Planern des Great Reset. Diese flüstern Ihnen ein, was Sie hier behaupten, dass zum Beispiel immer mehr Vogelschritte eine positive Wirkung auf unser Versorgungsproblem hätten. Vollkommen absurd. Sie nützen weder dem Klima was, das wissen alle, noch lösen Sie mit Ihrem Flatterstrom das Versorgungsproblem. Im Gegenteil, Sie verstärken es. Denn zu jeder Windindustrieanlage gehört ein Gaskraftwerk, um die schnellen Windfluktuationen auszugleichen. Betrieben mit Gas, was wir nicht haben. Heute nicht, morgen auch nicht, denn der Weltmarkt wartet nicht auf Deutschland als Gaskunden. Da nützt auch kein noch so tiefer Bückling vor den Kataris oder Sleepy Joe. Wo nichts ist, kann nichts geliefert werden. Und dann behaupten Sie, Sie auch, dass man die Kernkraftwerke nicht weiter betreiben könnte, weil beispielsweise die Brennstäbe fehlten. Dazu sei es zu spät. Doch fast immer, wenn Kommunisten den Mund aufmachen, lügen sie, denn wie die Firma Westinghouse im Handelsblatt mitteilte, habe sie der Bundesregierung schon im März mitgeteilt, dass man sehr wohl rechtzeitig liefern könne, aber man von der Bundesregierung seitdem nichts mehr gehört hätte. Das Zeitfenster schließt sich nun schnell, eine Anfrage müsste rasch erfolgen. Daher können wir hier nur feststellen, Gnade uns Gott, denn eine dermaßen zerstörerische Energiepolitik gegen das eigene Volk hätte sich wohl keiner unserer Feinde ausdenken können. Das können Sie nur und Ihre Deutschlandhasser. Vielen Dank. Olaf in der Weg spricht für die FDP.